Im letzten Video haben wir unsere Glasfläche modelliert. In diesem Video werden wir einmal ein weiteres Material erstellen, das wir dann exportieren können. Das heißt, wir wählen einmal unsere Glasflächen an. Dann gehen wir einmal auf New. Hier haben wir unser Material, das nennen wir einmal Glass. So, ich mache das mal, keine Ahnung, gelb, um das nur zu sehen. Wir gehen einmal in unseren Shader. Und du siehst, unser Material ist schon gelb, das heißt, wir haben es erfolgreich assigned. Wir wollen jetzt aber diese Fläche auch noch assignen, also gelb machen. Das heißt, wir gehen in unser Hauptobjekt, wählen unsere Fläche an. Also das sind einmal die. Es müsste eigentlich, ja, alle darauf liegen, perfekt. Nehmen wir einmal alle. Dann haben wir aber noch die Flächen hier oben, die müssen wir auch noch mitnehmen. Ja, nehmen wir einmal die hier auch noch mit. So. Und einmal die mit. Gut. Wie machen wir jetzt hier ein Material drauf? Das machen wir ganz einfach, indem wir einmal unseren Standardmaterial erstellen. Das ist einmal dieses, das behalten wir so. Beziehungsweise nennen wir mal Ring als Standardmaterial. Dann machen wir unser, beziehungsweise wir machen noch ein Material, indem wir hier auf ein Pluszeichen klicken. Da gehen wir auf das Glasmaterial und jetzt drücken wir Assign und schon haben wir das auf gelb gesetzt. Das heißt, alles andere, was so weißlich ist, hat das Standardmaterial Ring drauf und das hier hat das Material gelb drauf. Das ist wichtig für Substance Painter, denn auf dieses Material wollen wir unser Glas dann applyen. So. Gut, wir wissen, dass es passt, deswegen mache ich hier die Farbe wieder auf Weiß. So, dann haben wir einmal dieses Objekt, das müssen wir einmal noch mit dem Hauptobjekt joinen, aber das schauen wir uns erstmal an. Gut, den Mirror Modifier haben wir applied, deswegen wählen wir einmal unser kleines Objekt, das wir modelliert haben, aus, nehmen unser Hauptobjekt und drücken einmal Steuerung J für Join und schon passt es wieder. Sind integriert, hier haben wir unsere Flächen noch schön drin. Und das Ganze exportieren wir jetzt nochmal. Das heißt, wir gehen auf Export, gehen dann mit so einem finalen Ordner rein. Das ist einmal Final, FBX. Hier wählen wir einmal unser Low-Objekt aus. Gehen auf Selected und einmal Geometry Apply Modifiers, das passt. Exportieren das Ganze. Und das Ganze müssen wir dann nochmal für unser High-Objekt machen. Ich wähle das mal an. Hier zurück auf unseren normalen Shader, weil da haben wir ja die weiter nochmal modelliert. Das heißt, wir wählen nochmal alles an, exportieren das einmal auf Asset High. Da passt noch alles von der Auswahl und das dauert jetzt mal kurz. Zurück in Marmoset Toolbag müssten wir noch unsere ganzen Maps nochmal baken. Das heißt, ich lösche die mal, gehe auf unseren Hauptbaker, nachdem du die beiden Modelle nochmal neu reingeladen hast. Bei mir hat es das jetzt automatisch gemacht. Gehst du einmal, schaust du hier, dass du alle Maps anhast und dann gehst du einmal auf Bake. So, bei mir hat es jetzt alles gebaked. Ich gehe nochmal auf Preview, damit ich sicher bin, dass es geladen hat. Dann schauen wir uns mal hier die Flächen an. Okay, da glaube ich, ups. Ach, da sind sie. Ja, die sind gut reingeladen, beziehungsweise die Maps hat es gut geladen. Die Maps hat es gut kalkuliert, deswegen passt das Ganze von dieser Seite aus. Ich speichere mal und jetzt gehen wir wieder auf Substance Painter. Das ist immer so ein Hin und Her vom Blender auf Marmoset auf Substance Painter, wenn du eine kleine Änderung machst. Dann schauen wir uns das mal an. Damit du das hier nochmal reinladen kannst und nicht nochmal alles neu erstellen musst, gehst du einmal auf Edit, Project Configuration. Hier bei File gehst du auf Select, wählst einmal dein Low-Objekt aus, einmal öffnen und OK. So, du siehst, es hat schon mal was gemacht. Einmal unser Hauptobjekt und einmal unser Glasobjekt, beziehungsweise unser Glasmaterial hat es schon mal separiert. So, ich sehe gerade, hier haben wir einen kleinen Fehler. Wo ist das jetzt unser Haupt? Ne, da ist es nicht. Da auch nicht.
Da sind sie. Also du siehst, wir haben hier einen Fehler, weil es die irgendwie nicht übernommen hat. Das schaue ich mir mal schnell an. Und zwar, ich gehe nochmal auf Blender zurück. Das müsste eigentlich bei den anderen... Ja, klar. Wir haben den Array Modifier nicht angewendet bei dem. Deswegen, die haben wir noch ausgewählt. Die separieren wir nochmal mit Base Selection. Und nachdem du die jetzt separiert hast, gehst du ganz einfach auf den Array Modifier und applyst den. Und dann nimmst du einmal deine ganzen Modelle bzw. komplettes Objekt und exportierst das nochmal. Und dann kannst du das Ganze nochmal in Substance Painter importieren. Und dann machen wir weiter. In diesem Video schauen wir uns mal das Glasmaterial an. Dazu gehen wir einmal hier in unser Texture Glas rein, damit wir das schon mal geladen haben. Und im Grunde wollen wir ja, dass die Fläche hier Glas wird und einmal die Fläche hier. Damit wir das machen können, müssen wir einmal in unser Shader wechseln. Das heißt, wir gehen einmal in die Settings, suchen kurz unseren Shader. Das müsste also ein Shader... Ne, das ist er nicht. Mal selber kurz schauen, wo das war. Da, hat keinen Namen. Also wenn du unter diesen Button gehst, dann unter den hier, das ist der Shader, der aktuell drin ist. Und wir brauchen einmal den Shader PBR Metallic, also PBR Metal Rough with Alpha Blending. So, suchen wir uns den kurz raus. Ne, das ist er nicht. Alpha Test ist auch nicht. So, müssen wir kurz schauen. Da ist er. PBR Metal Rough with Alpha Blending. Den laden wir uns rein. Das war's schon. Dann kann man das wieder schließen. So. Wir haben den Shader jetzt reingeladen, aber die Maps haben wir hier noch nicht drin. Das heißt, im Ring haben wir sie drin. Aber dadurch, dass wir das eben separiert haben, müssen wir das hier nochmal reinladen. Deswegen gehen wir hier unten auf unsere Texturen. Geben unseren Kürzel ein. Das war einfach Sci-Fi. Und dann laden wir die nochmal schnell rein. Also die Normal in die Normal rein. Normal Object in den Normal Map. Dann die Position. Wo ist sie denn? Da ist sie. Das müsste die Thickness sein. Jawohl. Einmal da rein. Die Curvature. Da ist sie. Und die Ambient Occlusion. Das ist einmal die. Also hier haben wir einen kleinen Fehler. Ich glaube, das liegt daran, dass wir die Maps noch nicht geupdatet haben, die wir neu gemacht haben in Marmoset Toolbag. Aufgrund des neuen Materials bzw. des neuen Objekts, das wir reingemacht haben. Das heißt, wir gehen einmal hier auf diesen Button, das ist der Updater. Und da können wir unsere ganzen Maps, die wir haben, hier updaten. Das heißt, wir gehen einmal auf Update All. So, jetzt einmal geupdatet. Kann man das schließen und wir bewegen kurz und schon ist der Fehler weg. Das passiert ab und zu, wenn du neue Maps lädst, kannst du einmal, wenn du hier rechts klickst, auf Reload gehen oder, was viel einfacher ist, hier auf den Updater, Resources Updater. Dann kannst du die Maps alle auf einmal neu laden. So, also den Shader haben wir gewechselt, dann die Maps haben wir drin. Jetzt gehen wir einmal auf Channels, da müssen wir einen neuen Channel reinmachen. Deswegen gehen wir hier auf ein Plus-Symbol und machen den Opacity rein. Das war es hier auch schon. Sobald wir den drin haben, nee, das machen wir nicht. Einmal auf Layers, können wir hier drauf gehen. Den ersten Layer, den können wir mal löschen, den brauchen wir nicht. Und hier machen wir jetzt ein Material rein, das gibt es schon hier in Substance Painter. Dazu löschen wir mal, was wir geschrieben haben, das brauchen wir nicht. Ich glaube, das war sogar ein Smart Material. Ich klicke mal hier rauf und gebe dann einmal Glass ein. Ja, da ist er. Einmal Glass Visor, den brauchen wir. Den mit Drag and Drop machen wir den hier rein. So wird er geladen. Und du siehst, wir haben hier schon Glas drin.
Aber ich sehe gerade, wir haben noch einen Fehler drin. Das heißt, hier haben wir einmal umgekehrt den Hintergrund drin. Das heißt, da müssen wir noch eine Fläche reinmachen, damit wir hier den Hintergrund nicht sehen. Das wollen wir eben nicht. Oder wir machen den nicht so durchsichtig. Ja, ich glaube, wir machen den nicht so durchsichtig. Das ist besser. Ich will das aber nicht, dass es ein blaues Glas ist. Deswegen mache ich hier einmal den Ordner auf, gehe hier auf Base. So, dann scrolle ich mal hier runter. Also ich mache das mal ein bisschen hoch. Und hier mach mal jetzt mal nur die Opacity an. Das heißt, Roughness mach mal aus, Metal mach mal aus, Normal mach mal aus, Color mach mal aus und die Hate mach mal aus. Jetzt können wir hier einmal steuern, wie durchsichtig das werden soll. Also komplett durchsichtig ist schwarz und nicht durchsichtig ist weiß. Das heißt, wir regeln das je nachdem, wie wir es gern wollen. Du kannst es auch so machen, wenn es ein bisschen Glas sein soll, aber da müssen wir den Hintergrund eben ein bisschen ändern. Das kann man auch gleich machen, ist kein Hexenwerk. Ich würde das am besten lieber mal so lassen, aber dadurch, dass wir eben, also ich möchte, dass das so ein Orange ist, so ein dunkles Orange, müssen wir eben die Farbe noch dazu machen, deswegen schalte ich mal Color an, gehe hier rein und hier regle ich mal ein bisschen runter, bis wir die Farbe haben, die ich gern hätte. Das soll eher ein dunkleres Orange sein. Ja, das können wir mal so lassen. Hier gehen wir noch ein bisschen runter. So würde ich das, glaube ich, lassen. Ja, das sieht ganz gut aus. So, aber ich würde den Fehler da hinten nochmal korrigieren. Das heißt, nochmal kurz in Blender rein. Ich weiß, ich habe bestimmt keinen Bock mehr, da jedes Mal hin und her zu springen. Aber das ist halt, das muss man halt machen, wenn man modelliert, weil, beziehungsweise texturiert, weil du findest halt immer wieder Fehler. Und an Sachen, die du auch nicht gedacht hast, so wie jetzt gerade, haben wir das nicht gedacht. Und das machen wir jetzt mal schnell. Das heißt, wir wählen einmal, kann ich die Fläche, na, die, ja, theoretisch könnte ich die Fläche auswählen, aber nehmen wir die Fläche, ich denke schon. Ja, nehmen wir mal die Fläche. So, dann wählen wir die komplett an. Die Unterseite dürfen wir nicht vergessen. Das einmal da. Das müssten die zwei sein, ja. So. Dann da bleiben wir auf Cursor, das passt. Der Cursor ist in der Mitte. Das Ganze duplizieren wir jetzt einmal. Und zwar mit Shift-D. Ich unterbreche das wieder. Und mit der Taste S und Z scale ich das mal an der Z-Achse entlang. Ich würde mal sagen, so, weil eben der Hintergrund soll nicht mitgerendert werden. Sollen wir mal schauen, ob das nicht ein Problem gibt, wenn wir das so groß... Ja, ich glaube, es gibt ein Problem, wenn das so groß bleibt. Hier können wir die ausgewählten Flächen mal irgendwo anders hinmachen, weil sonst backen wir eben unsere Details rauf. Das heißt, die machen wir mal kleiner. Hier mache ich wieder Medium Point rein. Scale noch kleiner, den setze ich mal hierher und den setzen wir mal dahin, damit alles ein bisschen an der gleichen Stelle ist. Dann schauen wir uns mal das auf der Rückseite an. Im Endeffekt wähle ich die mal ab, gehe da auf Active, ja, das können wir fast nicht machen so. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Wie machen wir das jetzt am besten? Wenn wir das scalen. Ja, doch, das geht so. Hab ich ganz vergessen. Du gehst hier auf 3D Cursor. Und dann scalst du eigentlich nur an jeder Achse vorbei. Das heißt, du drückst eigentlich nur die S-Taste und kannst einmal hier rein. Beziehungsweise wir schalten, ja, schalten wir mal die Z-Achse aus. Das heißt, die S-Taste, Shift-Z. Jetzt gehen das ein bisschen rein. So wird es schon fast reichen.
Und das macht dann auf der anderen Seite, ja, das macht's perfekt. So, dann nehmen wir einmal die nochmal. Schauen wir uns da hier unten an. Und hier müssen wir theoretisch das Ganze auch noch ein bisschen an der, beziehungsweise rein scalen. Das kann man so nicht machen. Gehen wir mal auf Individual Origins. Und dann scalen wir das einmal rein. Immer unter Ausschluss der Z-Achse. Das heißt, S-Taste, Shift-Z. Dann schauen wir mal, wie man das machen kann. Ja, das sieht gut aus. So würde ich es lassen. Und das gleiche muss ich nochmal auf der anderen Seite machen. Da gehe ich nochmal auf 3D Cursor, scale das raus. Das heißt, bis dahin. Ich werde das noch ein bisschen reinscalen, also Individual Origins. Nochmal S-Taste. Machen wir mal so. So. Und noch die Oberseite. Bisschen rein. Okay. Obwohl, das könnte man nicht so lassen, weil, wenn wir das entscheiden. Na, das passt, das kann man so lassen. Das ist nicht im Weg. Aus, oder hier drin. Na, hier drin ist es noch ein bisschen. Okay. Ne, das lass mal. Lass mal erstmal so. Gut, ich mache wieder meinen Bevel Modifier an. Speichere alles und exportiere dann alles wieder. So, jetzt müssen wir wieder in Substance Painter gehen. Da gehen wir auf Edit, Project Configuration, einmal Selected und beziehungsweise einmal unter File Select. Dann gehen wir auf unser Low, öffnen das, einmal OK. Wird neu geladen. Müssen vermutlich die Maps nochmal machen. Ja, hier ist was mit dem Bilder. Einmal auf Update. Den Fehler, den wir hier hatten, der ist wie immer ein bisschen schwer zu verstehen, aber relativ einfach. Und zwar, das lag ganz einfach daran, dass wir hier bei unserem Objekt, hier mal in Blow, in den Edit Mode, wähle die mal an. Also praktisch die Objekte, die wir gemacht haben, erstellt haben. Das sind ja die inneren hier für die Rückseite. Wir müssen denen ein Material zuweisen. Und zwar, da gehen wir ganz einfach in unseren Materialslot. Wir machen ein neues Material. Das heißt, wir gehen Add Material, gehen auf New. Das nennen wir jetzt Glass Backside. So, da sehen wir jetzt nichts, weil wir einmal dieses Objekt darüber haben. Das hide ich mal schnell, damit du auch was siehst. So, da einmal heiden. Wo war das andere nochmal? Da. So. Dann wähle ich die nochmal an. Also, Glass Backside soll einmal das werden. Deswegen drücke ich hier mal auf Assign. Damit wir auch sehen, ob das geklappt hat, mache ich mal eine andere Farbe. Das passt. Ich wähle alles ab, dann drücke ich mal Select, wähle nur dieses an. Sehr gut. Dann mache ich hier wieder neutral weiß rein, enthide alles. Und das Low, das exportiere ich jetzt nochmal. So. Spring einmal in unser Substance Painter. Geh auf Project Settings bzw. Project Configuration. Bei File auf Select und lad das nochmal rein. Und schon hat es richtig geladen. Also das war irgendwo ein Fehler, beziehungsweise da war irgendwie, da haben wir das Material nicht zugewiesen. Deswegen hat es mir eben auch immer wieder Fehler ausgespuckt und jetzt klappt es wieder. Wenn du hier unter
Texture Sets raus, haben wir unser Glass Backside. Das kann man ein- und ausblenden. Genau. So, was wir jetzt noch machen, ich glaube, ich mache das Glasmaterial noch ein bisschen dünkler. Ja, sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Deswegen gehen wir einmal hier unten auf Opacity, regeln das ein bisschen runter, beziehungsweise rauf. So, mach da ein satteres Rot. Dann gehen wir mal rauf auf Rot. Nee, das ist nicht. So, dunkleres Rot würde ich jetzt sagen. Na, das gefällt mir noch nicht. Ja, lassen wir es mal so. Gut, kümmern wir uns jetzt mal um den Ring. Das heißt, wir wählen hier unseren Ring aus. Ich lösche immer den ersten Layer, den braucht man nicht. Und jetzt möchte ich hier so ein galvanisiertes Metall rauflegen. Dazu kannst du einmal hier unten schauen, ob wir ein solches Smart Material haben. Also du gehst einmal hier auf Smart Materials, gibst mal Galvanized ein, also Gal. Wir haben keins. Das heißt, wir müssen eins runterladen. Dazu gehen wir einmal auf Adobe Substance 3D Assets. Das heißt, du kannst einfach das rausschreiben, substance3d.adobe.com/assets. Du kannst dich anmelden, beziehungsweise ist besser, wenn du dich anmeldest. Und hier gibst du einmal Galvanized ein. Schauen, was rauskommt. Ja, da haben wir schon mal vier Stück. Dann, wenn du einmal draufklickst, kannst du dir die anschauen, welches dir am besten gefällt. Das, glaube ich, gefällt mir nicht so richtig, obwohl das hat was. Schauen wir uns mal die anderen an. Das ist mir ein bisschen zu hell, muss ich sagen. Das sind so Rostflecke, die kann man theoretisch kann man die rausmachen wieder. Dann schauen wir uns das mal an. Das sieht sehr gut aus, das gefällt mir. Warten wir mal kurz. Ja, das sieht sehr gut aus. Dann schauen wir uns das noch an. Ja, das gefällt mir nicht so sehr. Hier, diese Kanten sind mir ein bisschen zu hart. Bleiben wir mal bei denen da. Gut, das laden wir jetzt mal runter. Deswegen gehen wir hier auf SBSR herunterladen. Und schon müsste der Download starten. Perfekt, dann gehst du einmal auf Datei speichern. Gehst zurück auf deinen Substance Painter und hier gehst du auf File, Import Resources, Add Resources. Und dann gehst du dahin, wo du es gespeichert hast, bei mir vermutlich unter Downloads. Ja, dieses Steel Galvanized. Drückst einmal auf Öffnen. Und jetzt hast du hier das Galvanized drin. Das ist ein SBSR, das ist ein Smart Material. Deswegen gehst du hier bei Undefined auf Base Material, beziehungsweise, ja, das ist einmal Base Material. Bei Import gehst du auf Current Session. Das ist einmal, wenn du Substance Painter schließt und wieder öffnest, dann ist es weg. Auf Project Sci-Fi Gate, das heißt, es speichert nur in unser Projekt rein oder in unsere Library, dann hast du es immer in jedem Projekt drin. Das heißt, ich mache mal auf unser Library und einmal auf Import. Und da ist es schon. Das legen wir jetzt einmal hier rein. Schauen wir mal, was es macht. Und es macht schon mal was. So, hier müssen wir einmal ein paar Sachen noch ändern, aber das mache ich dann im nächsten Video. In diesem Video schauen wir uns ein bisschen dieses Material nochmal an. Das heißt, mir sind einmal die Flecken noch ein bisschen zu groß und ja, ich würde sagen, es ist noch ein bisschen zu hell für meinen Geschmack. Deswegen gehen wir einmal auf unseren Steel Galvanized Material. Das packen wir mal in einen Ordner rein. Das heißt, wir gehen hier auf unser Ordner-Symbol, geben hier einmal Galvanized ein. Metal und den packen wir jetzt hier rein, damit wir alles schön ein bisschen aufgeräumt haben, falls hier noch weiteres reinkommt. Dann unter Fill bei Projection gehen wir mal von UV Projection auf Triplanar Projection. Das hat einmal den Vorteil, dass man die Seams, die wir gesetzt haben, nicht so wirklich sieht, beziehungsweise es wird übermalt.
Und dann gehen wir mal weiter. Was wir noch so alles finden. Machen wir mal bei Parameters den Seed auf Random nochmal. Drücke ein bisschen rum. Ja, da ändert sich nicht viel. Sieht ganz gut aus. Was wir noch ändern müssen, ist einmal, wo habe ich es denn jetzt gehabt? Da, unter UV Transformation, den Scale. Jetzt hast du mal den Scale mal auf 5 und du siehst, es wird viel kleiner. Das kannst du jetzt einstellen, so wie du es gerne möchtest, so wie es dir gefällt. Aber machen wir mal einen Seed von 3. Ja, 3 ist in Ordnung. Hier sehe ich gerade, hier haben wir noch einen Fehler drin. Das kam wohl vom Baker. Gehe ich mal davon aus. Den schauen wir uns gleich nochmal an. Aber ansonsten sieht dieser sieht ganz gut aus. Die Größe sieht auch gut aus. Dieses Metall, das scheint mir noch ein bisschen zu viel. Deswegen gehen wir mal runter. Und wo war das jetzt? Channels, das behalten wir mal so. Die Parameters behalten wir auch mal so. Ich mache mal die Color ein bisschen dunkler. Ist mir jetzt ein bisschen zu hell. So. Dann schauen wir uns nochmal ein bisschen diese Spiegelung an. Das ist einmal, das kommt von der Roughness. Deswegen gehen wir hier einmal unter, beziehungsweise unter Color ist einmal die Roughness. Den verändern mal ein bisschen. Den ziehen wir hoch und du siehst, es wird schon ein bisschen weniger gespiegelt. Noch weiter hoch. Bis uns gefällt. Wenn du den Roughness Slider runterziehst, dann wird es richtig, richtig spiegelig. Das heißt, ja, das ist dann so wie eine Art Spiegel, wenn er ganz unten ist. Da siehst du dann die andere Seite. Sieht ein bisschen blöd aus, deswegen machen wir den mal hoch. Ist ja nicht mehr so heftig spiegelt. Ich glaube, das passt sogar so. Lass mal den mal. Ja, das sieht ganz gut aus. So, was wollen wir denn noch ändern? Ich glaube, das war's mal bei dem Base Material. Was wir noch machen könnten, ist einmal eine Dirt Map drauflegen. Das heißt, wir haben ein bisschen Dreck drauf, beziehungsweise ein bisschen Staub. Den Staub, den können wir eigentlich so legen, beziehungsweise wir können schauen, ob wir da was finden in unseren Smart Materials. Ansonsten benutzen wir einen Generator. Und zwar wir löschen hier einmal unser geschriebenes raus, geben einmal Dust ein und dann schauen wir, was kommt. Das sind einmal die Grunges, die wollen wir nicht. Gehen wir auf Smart Materials und da haben wir mal drei Smart Materials mit Dust drauf. Einmal Smart Dust 01. Plastic Dusty und Dust Normal. Probieren wir mal das erste. Also das ziehen wir hier rein. Und du siehst, es macht hier so komische Flecken drauf. Das ist nicht das, was wir wollten. Deswegen löschen wir den wieder mal raus. Ziehen wir den zweiten rein. Den mache ich mal über unser Material rein. Dann siehst du eigentlich, was er genau macht. Ja, das ist schon eher das, was wir wollten. Aber schauen wir uns mal den dritten noch an. Den mache ich mal aus. Ja, der macht, glaube ich, doch, der macht was. Der macht hier drinnen, also praktisch der Dreck, der ist hier drin. Das kannst du einfach so lassen, wenn es dir gefällt, aber aufgrund des Grau in Grau sieht es ein bisschen komisch aus. Deswegen machen wir mal unser Material auf, gehen auf unser Dust Base. Der hat keine Color drin, das Dirt müsste eine Color drin haben. Dann machen wir mal unser Material auf. Da gehen wir auf unser Hauptmaterial und die haben unser Dust Color. Die machen wir mal auf und ziehen die mal ein bisschen runter von der Stärke her auf Schwarz oder so. Du siehst, es ändert sich schon ein bisschen was. So, wenn du nichts siehst, mache ich das mal aus. Hier haben wir noch, also praktisch hier drin haben wir es. Wir sind jetzt hier auf komplett schwarz.
Gehen wir mal nur auf die Color. Den Rest schalten wir aus. Ne, da müssen wir schon fast auf Normal auch noch rein. Ne, lassen wir die mal drin. Machen wir mal ein Random Seed. Weil du siehst, hier drin haben wir solche Flecken. Dann gehen wir mal hier auf unseren weiteren, auf unser Black Mask. Und hier haben wir unseren Dirt Generator drin. So, das lassen wir mal auf Normal. Beziehungsweise, ne, da gehen wir auf... Wo ist es? Color. Da. Einmal auf Color. Und du siehst, wir haben hier eine Änderung drin. Da siehst du jetzt die ganzen Bereiche, wo der Dreck bzw. der Staub einmal wirkt. Gehen wir hier auch mal ein bisschen auf Schwarz. Das ändert nichts. Okay. Was kann man noch ändern? Schauen wir uns mal alles an. Den Seed kann man hier ändern. Invert, False of True. Das macht mal nichts. Den Dirt Level kann man ein bisschen höher runter regeln. Ich mach mal den mal runter. Okay, da ändert sich gerade nichts. Ich mache den mal raus. Ich glaube, ich sehe den Fehler. Dann müssen wir da nochmal auf Color gehen. Damit wir jetzt unseren Staub raufbekommen, müssen wir einmal einen neuen Fill Layer erstellen. Das heißt, wir gehen hier einmal auf Fill, Add Fill. Den nennen wir mal Dust, würde ich sagen. Dann, du siehst, es ist alles weiß geworden. Wir möchten das einmal ein bisschen runter regeln, also die Base Color. Die machen wir ein bisschen dunkler. Soll ein bisschen dunklerer Staub sein. Ich würde mal sagen so. Dann müssen wir einmal die Roughness hochregeln. Das heißt, der Staub reflektiert ja nicht. Deswegen gehen wir mal auf ja, 0.88, würde ich sagen. Oder machen wir mal 0.92. Das reicht auch aus. Gut, wie bekommen wir jetzt den Dreck hier rein, beziehungsweise den Staub? Wir müssen einmal also Rechtsklick auf unseren Dust, einmal eine Black Mask reinmachen, also Add Black Mask. Jetzt ist alles wieder weg. Was wir jetzt machen, ist einmal hier unten müssen wir unser Dust raussuchen. Das heißt, wir haben hier einmal unsere Smart Mask. Das heißt, wir geben einmal Dust an und dann haben wir schon einige Sachen. Ups, einmal hier noch draufklicken, jetzt. Also wir haben Dirt Dusty, Dust Normal oder Dust Dirty. Dust Occlusion sieht gut aus, das sind nur die Ränder. Plastik, Soft. Du kannst hier eins aussuchen, das dir am besten gefällt, aber ich glaube, ich bleibe bei Dust Occlusion. Das heißt, mit Drag and Drop ziehst du das hier einmal rein. Und schon siehst du, hat es was gemacht. Also, ich schalte den nochmal aus. Hier, wenn du hier schaust, die Ränder, da oben macht das auch schön am Rand. Praktisch geht jetzt überall ran, wo unsere Occlusion Map ist. Da drin, das sieht sehr gut aus. Es gibt auch mal die Illusion, dass das eben richtige Objekte sind und nicht nur eine flache Plane. Weil es ist ja nur eine flache Plane im Grunde genommen. Das gleiche auch hier unten bei unseren ganzen Details. Hier drin auch. Sieht sehr gut aus. Perfekt. Gut. Wir können damit aber noch ein bisschen rumspielen. Das heißt, wenn dir das zu viel ist, kannst du hier mal den Dirt Level ein bisschen runterregeln. Dann wird es immer weniger. Oder wenn es dir zu wenig ist, einmal den Dirt Level hoch. Wenn es jetzt eine Szene ist, wo du ganz viel Dreck brauchst, gehst du einmal viel höher mit dem Dirt Level. Aber ich glaube, ich bleib mal so. Sieht ein bisschen angestaubt aus. Hat was, bisschen Schaum drin. Gut, diesen Dirt Generator, den möchte ich aber hier noch applyen, weil mir das auch noch ein bisschen zu hell ist und ich möchte ihn in der Innenfläche applyen. Das heißt, wir haben hier unseren, ach, den kann ich noch weglöschen, das war eine Probe von mir. Wir haben unseren Dust, den setze ich mal in unseren Ordner rein. Du siehst, er wird jetzt wieder überschrieben. Weil zuerst wird einmal das angewendet und dann das. Aber es soll zuerst den Dreck anwenden und dann die untere Fläche.
praktisch, das ist unser Bodenmaterial. Das musst du dir so vorstellen, das wären das verschiedene Layer. Du hast zuerst mal das Grundmaterial, das ist unsere Farbe hier, und dann hast du das weitere Material darüber, das ist einmal der Dreck bzw. der Staub, und so würde ich es dann auch lassen. Ich speichere mal kurz, dann wenden wir einmal das noch auf das an. Das heißt, wir wählen unser Dust an, wir kopieren das mal, gehen in unser Glass rein, da haben wir unseren Ordner, drücken wir STRG V, dann haben wir ihn reinkopiert, die Position passt auch schon. So, wenn man jetzt mal, wie kann ich das am besten zeigen? Ich weiß nicht, ob du das siehst, hier am Rand, da macht er was, ist aber sehr, sehr wenig, was er macht. Eben weil es eine Glasfläche ist, ist es ein bisschen schwierig, da den Staub drauf zu bekommen. Deswegen machen wir den Dirt Level ein bisschen höher. Jetzt sieht man den ganz gut. Ein bisschen weniger. Man muss ja nicht übertreiben. So, dann gehen wir nochmal in die nächste Fläche, würde ich sagen, einmal die untere, damit wir die auch noch angepasst haben. Da will ich das gleiche Material haben, wie wir hier haben, deswegen kopiere ich einmal unseren kompletten Galvanized-Ordner, gehe in unserem Texture rein, hier lösche ich einmal den raus und mit STRG V einmal rein und schon siehst du, hat sich angepasst. Hier hast du ein bisschen weniger Details drin, weil wir es eben so klein skaliert haben, die UV-Map. Aber auch hier kann man den Dust ein bisschen anpassen. Das heißt, wir regeln den mal hoch, schauen, was er macht. Wir regeln den mal runter. Ne, lass mal den mal oben. So, da sieht es ganz schön aus, muss ich sagen. So, mit was ich noch nicht so zufrieden bin, ist einmal hier diese Fläche, ich weiß nicht, die ist mir immer noch ein bisschen zu hell. Deswegen gehen wir mal in unser Glas rein. Und dann schauen wir, was wir so ändern können. Die Roughness haben wir hier hochgemacht. Machen wir die mal runter. Da wird es eher spiegelig. Das ist, glaube ich, sogar ein bisschen besser, wenn es ein bisschen spiegeliger wird. Siehst du hier die Veränderung, wenn ich es jetzt hochregel. Dann ist es eben, siehst du mehr den Dreck drauf. Es ist eigentlich dir überlassen, wie du es gern hättest. Machen wir mal Metallic hoch. Das ändert nicht viel, das macht nur den Dreck ein bisschen sichtbarer. Was kann man noch alles ändern? Die Opacity machen wir mal an. Die können wir mal runter und hoch regeln. Du siehst von der Opacity, wenn ich die jetzt mal komplett hochregel, wird es weniger durchsichtig, wenn ich es runter mache. Wird es eher spiegelartig bzw. glasartig, dann kannst du durchschauen. Jetzt je nachdem, ob du dahinter noch eine Lampe platzierst oder nicht. Aber das gefällt mir so nicht, deswegen mache ich die Opacity mal ein bisschen wieder höher. Jetzt komplett auf 1. Hier bei Base gehen wir nochmal in die Farbe rein, bzw. wir schauen da mal bei der Opacity, was wir da alles machen können. Ja, das regelt eigentlich nur das, deswegen regeln wir ein bisschen runter, damit man ganz knapp durchschauen kann, weil auf der Hinterseite, die möchte ich zum Leuchten bringen, die Fläche. Staublevel ist mir noch ein bisschen zu stark, beziehungsweise zu dunkel, den setzen wir ein bisschen höher. Gehen da nochmal rein in die Base Color. Na, das so nicht. Schauen wir erstmal. Schauen wir mal, wie wir das machen. Ich würde sagen, im nächsten Video machen wir unsere Glass Backside. Das heißt, die bringen wir zum Leuchten. Da müssen wir noch ein bisschen anders arbeiten, als wie wir es bisher gemacht haben. Aber das schauen wir uns dann im nächsten Video an.